Ja, das war eine spannende intellektuelle Vermessung der Freiheit. Ritt durch die politische Ideengeschichte von Thomas Hobbes zur heutigen, zu den heutigen Herausforderungen. Die Reden der Freiheit haben traditionell eine intellektuelle Flughöhe und das haben wir heute auch erlebt. Ich glaube, spannend ist natürlich, dass wir dann auch immer wieder uns fragen, was heißt das jetzt in der Anwendung auf konkrete Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Professor Hüther hat gesagt, wir müssen uns befreien von der Anstrengung, ohnmächtig zu sein. Das heißt für mich in der Übersetzung, wir müssen uns fragen, wo nehmen wir ohnmächtig Situationen hin, die eigentlich nicht hinzunehmen sind. Ich finde ein großartiges Beispiel dafür, wo Deutschland sich einmal aufgerafft hat, das anders zu machen, ist die Agenda 2010. Wir haben desaströse Massenarbeitslosigkeit überwunden. Deshalb finde ich es jetzt auch falsch, das rückabzuwickeln. Sondern im Gegenteil, wir müssen uns doch heute fragen, was sind heute die neuen Ohnmächtigkeiten? Wo könnte zum Beispiel eine Fortschrittsagenda aussehen? Wie müssen wir unsere Sozialsysteme fit machen für die moderne Arbeitswelt? Wie müssen wir schneller werden der Anpassung an Digitalisierung? Gerade auch, weil die Freiheit heute herausgefordert wird. Andere Systeme, autoritäre Systeme, die vielleicht nur wirtschaftliche Freiheit haben, wie die Chinesen beispielsweise, sagen, sie sind fitter in den Herausforderungen, in dem Herangehen an Herausforderungen der heutigen Zeit. Und wir als Menschen, die glauben, die Freiheit ist unteilbar, sollten dem gutes Handeln, schnelles Problemlösen entgegensetzen.